Das Kartenspiel Jaipur ist ein reines Zwei-Personen-Kartenspiel von Space Cowboys, dauert ungefähr 30 Minuten und ist ab dem Alter von 10 Jahren. Nur zwei da, aber ich dachte mir noch ein Dreier-Chip nehmen. Das kann ich nur nicht fragen. Es sind nur noch vier da, aber ein Fünfer-Chip dazu. Genau. Moment mal. Eins, zwei, drei, fertig. Oh, okay. Dann hätte ich doch die Golden noch einlösen müssen. Eieiei, falsch gemacht. Dies ist der Aufbau des Spiels. Am Anfang werden drei Kamelkarten ausgelegt, die aus dem Kartenstapel herausgesucht werden. Dann werden die restlichen Karten gemischt und jeder Spieler erhält fünf Karten. Anschließend wird die Auslage noch um zwei weitere Karten ergänzt. Somit bleiben immer fünf Karten in der Auslage liegen. Aus den fünf Handkarten, die man bekommen hat, schaut man sich an, ob man auch Kamelkarten hat, hier in meinem Beispiel zwei Stück, und die legt man dann vor sich in die Koppel. So hat man noch drei Karten übrig in diesem Fall und das sind dann ausschließlich Warenkarten. Es dreht sich darum, dass man durch Handeln von Karten möglichst viele Karten einer Farbe sammelt und diese Karten sind hier auch in Chips ausgedrückt. Es gibt also sechs verschiedene Kartenfarben und je nachdem, wie viele Karten man ablegt, je mehr Chips darf man sich nehmen. Würde ich also nur eine braune Karte ablegen, dürfte ich mir hier eine Lederkarte nehmen, also so ein Chip. Auf den Chips stehen vorne Siegpunktzahlen, die auch auf der Rückseite nochmal vertreten sind. Und diese Siegpunktzahlen bekommt man dann entsprechend für den Erwerb dieser Chips. Kann man mehr Karten abgeben als zwei, also drei, vier, fünf oder ganz viele, dann bekommt man für jede Karte, die man abgibt, die entsprechende Anzahl Chips dieser Farbe. Zusätzlich bekommt man aber noch Bonus-Chips. Und zwar, wenn man drei Karten gleichzeitig erwirbt, bekommt man diesen bei vier und bei fünf Karten diese Chips. Auf diesen Chips sind auch Siegpunkte abgedruckt, aber ganz unterschiedliche. Hier bei dem kleinen Stapel von 3 bis 1. Und umso mehr Karten man abgegeben hat, also hier in diesem Beispiel, kann man 6 Punkte und 5 Punkte machen. Und hier sind sogar 10er-Chips dabei. Am Ende des Spiels zählt jeder seine Siegpunktchips, die er erhalten hat. Und wer die meisten Kamelkarten noch in seiner Koppel liegen hat, bekommt noch zusätzlich diesen Chip mit 5 Siegpunkten. Wie läuft das Spiel jetzt ab? Wenn ein Spieler an der Reihe ist, hat er zwei Möglichkeiten. Er kann Karten nehmen oder Karten ablegen. Nimmt er Karten, kann er entweder Kamelkarten nehmen oder Warenkarten nehmen. Nimmt er Kamelkarten, nimmt er einfach alle Kamelkarten, die zur Verfügung stehen, legt sie in seine Koppel aus und die restlichen Karten werden dann wieder aus dem Stapel ergänzt. Die zweite Möglichkeit ist es, nur eine einzige Karte zu nehmen, also jetzt sage ich mal hier diese grüne Karte, dann wird sie halt auch entsprechend wieder aus der Auslage ergänzt. Möchte man mehrere Karten tauschen, also mehr als eine Karte, muss man entsprechend viele Karten auch wieder hinlegen. Ich nehme an, ich würde jetzt hier diese zwei lila Karten nehmen wollen, dann kann ich entweder Karten aus der Hand wieder hinlegen, zum Beispiel so. Ich kann aber auch statt Warenkarten Kamelkarten legen. Dann würde es so aussehen. Die zwei Karten nehme ich dann wieder auf die Hand. Würde ich nur eine Karte ablegen und eine Kamelkarte, wäre das auch möglich. Also Kamelkarten und Warenkarten kann man beliebig mischen, wenn man austauscht. Wichtig dabei ist, dass man nur sieben Handkarten auf der Hand behalten darf. Das heißt also, würde ich jetzt hier die ganzen Kamele zum Beispiel erstmal nehmen, als nächsten Spielzug und es würde wieder ergänzt. Und ich würde mich dann entschließen, hier diese zwei lilanen Karten zu nehmen und noch die rote Karte zu nehmen, dann hätte ich die Situation, dass ich diese drei und diese fünf Karten auf acht Handkarten käme. Das ist halt eben nicht möglich. Also muss ich mindestens eine Karte aus der Hand spielen, um diese Möglichkeit zu haben. Ich sage jetzt mal, ich spiele eine grüne Karte und zwei Kamelkarten aus.
um diesen Tausch zu vollziehen und kann mir dann die Handkarten nehmen und habe noch 7 Handkarten auf der Hand. Um es nochmal zusammenzufassen, man kann einmal eine Karte nehmen, da wird nur vom Stapel aufgefüllt. Man kann 2 oder mehr Karten nehmen, dann kann man die Karten nehmen und durch Karten aus der Hand bzw. durch Karten, die man auf der Koppel liegen hat, auffüllen. Man kann aber immer nur entweder Kamelkarten nehmen oder Wagenkarten nehmen. Nehme ich Kamelkarten, muss ich alle Kamelkarten nehmen, die in der Auslage liegen. Die zweite Möglichkeit ist es, Chips zu bekommen. Dafür legen wir dann entsprechende Karten ab. Zum Beispiel hier eine grüne Karte, dann könnte ich mir halt diesen einen Chip nehmen, der immerhin 5 Punkte wert ist. Wenn ich 2 Karten spielen würde von grün, könnte ich halt beide Chips nehmen und hätte 8 Siegpunkte erreicht. Noch viel sinnvoller ist es aber, mehr Karten von einer Farbe spielen zu können. Denn wenn ich zum Beispiel 3 Karten spiele, kann ich 3 grüne Chips nehmen und halt noch solch einen Chip, weil ich 3 Karten gleichzeitig ausgespielt habe. Und in diesem Beispiel würde mir dieser Chip nochmal 3 Siegpunkte bringen. Spiele ich 4 Karten, kann ich diesen Chip hier mir dazu nehmen. Spiele ich sogar 5 grüne Karten aus, kann ich halt hier 5 Chips nehmen, 1, 2, 3, 4, 5 und bekomme dafür noch diesen Chip dazu, weil ich 5 Karten genommen habe und der bringt mir fantastische 10 Siegpunkte. Karten, die ich ausspiele, kommen immer insgesamt auf den Ablagestapel. Was nicht möglich ist, ist, dass man 2 grüne Karten spielt und dann aus seiner Koppel noch 2 Kamelkarten dazu spielt und dann sagt, man hätte 4 grüne Karten gespielt. Die Kamelkarten sind keine Jokerkarten in dem Sinne, sondern dienen nur als Hilfsmittel für das Austauschen von Spielkarten. Es gibt hier 6 verschiedene Warenarten. Die ersten 3 Warenarten, also hier die braunen, grünen und die lila Chips, kann man erwerben, indem man auch nur eine einzige Karte spielt. Also wenn ich eine braune Karte spiele, zum Beispiel, kann ich mir einfach diesen 4er-Chip nehmen. Die anderen 3 Warenarten, hier Silber, Gold und Rubin, können nur dann genommen werden, wenn man mindestens 2 Karten davon ausspielt. Also wenn ich eine rote Karte spiele, kann ich nicht diesen Chip nehmen, sondern ich muss mindestens 2 rote Karten spielen, um 2 Chips dann entsprechend nehmen zu können. Auch hier ist es natürlich so, wenn ich jetzt 4 goldene Karten spiele, kann ich mir 4 Chips nehmen und hier auch einen 4er Chip dazu. Ich kann aber auch 2 silberne Karten spielen als Beispiel und kann hier 2 Chips nehmen. Das ist alles möglich, aber es müssen mindestens 2 Karten sein, die gespielt werden. Würde jetzt nur noch ein goldener Chip da liegen und man spielt dann 2 Karten in Gold aus, dann kann man sich diesen einen Chip halt noch nehmen und die zweite Karte verfällt einfach. Sobald 3 Warenketten verbraucht sind, beziehungsweise nur noch 3 Warenketten offen liegen, oder wenn alle Karten vom Kartenstapel so gespielt sind, dass nicht mehr die Auslage in der Mitte aufgefüllt werden kann, dann ist das Spiel beendet. Dann werden die erreichten Chips, die man hat, in 10er-Gruppen zusammengelegt, um das Addieren einfach leichter zu machen. Das ist schön hier in der Spielanleitung erwähnt. Hinweis: Es empfiehlt sich, Stapel im Wert von 10 Rupien zu bilden. Dies ist eine auch für Kinder einfache, für Erwachsene schnelle und überhaupt praktische Methode. Und das stimmt, man sortiert die Spielkarten, die Chips dann entsprechend nach 10er-Punkten und addiert dann die Punkte insgesamt auf. Also 10, 20, 30, 40, 50, 70, 79, 84 Punkte hätte ich in diesem Spiel erreicht. Der Spieler, der die meisten Kamele noch in seiner Koppel hat, bekommt halt noch diesen 5er-Chip dazu. Nehmen wir an, das wäre ich auch noch in diesem Fall gewesen, dann hätte ich nochmal 10 Punkte gehabt und hätte dann 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 89 Punkte erreicht. Wer die meisten Punkte hat, gewinnt einen dieser Spielchips, die für männlich und weiblich gekennzeichnet sind. Und wer zuerst nach 2 oder 3 Runden 2 Chips hat dieser Art, der gewinnt das gesamte Spiel. Jaipur hat uns sehr, sehr gut gefallen. Ein ideales Zwei-Personen-Spiel mit einigen taktischen Winkelzügen.
Es macht großen Spaß. Die Spielzeit ist 15 Minuten pro Spiel. Somit ergibt sich natürlich, dass man ganz viele Runden spielen kann. Es wird gespielt auf zwei Gewinnsätze. Das heißt, wer zuerst so zwei Chips bekommt, gewinnt das Spiel. Das kann man natürlich beliebig erweitern auf 3, 4, 5 Gewinnsätze, wie auch immer. Man macht 10 Spiele, schreibt sich die Punkte auf. Also gibt es unendlich viele Möglichkeiten, um den Spielreiz aufrechtzuerhalten. Und es gibt auch bei dem Spiel so ein paar taktische Winkelzüge, die das Spiel so spannend machen. Zum Beispiel eine Farbe, eine schwere Farbe, zum Beispiel jetzt Gold, wo es auch nicht so viele Karten gibt, länger zu sammeln und dann festzustellen, dass das Spiel plötzlich zu Ende ist und man hat überhaupt nichts generiert. Das sind so Punkte. Oder dass jemand 7 Handkarten auf der Hand hat und dann ganz einfach gar nicht mehr die Möglichkeit hat, einfach eine einzelne Karte zu nehmen. Er muss also dann tauschen. Wenn er dann vielleicht noch wenige Kamele hat, müsste er mit Handkarten austauschen, was dann für ihn auch wieder schlecht wäre. Mal Kamele nehmen ist zwar sehr, sehr gut, damit man möglichst viele Kamele zum Tauschen in der Koppel hat. Aber wenn es dann so ist, dass dem Mitspieler auch eine breite Palette an neuen Warenkarten präsentiert wird, ist das auch nicht so super. Also es gibt sehr, sehr viel zu überlegen. Es hängt auch natürlich mit Glück zusammen, wie die Karten in die Auslage kommen, welche Handkarten man bekommen hat zu Anfang und so weiter. Aber ich würde schon sagen, dass durch gutes Überlegen man bessere Chancen hat zu gewinnen, als wenn man einfach so glücksmäßig spielt. Also es gibt, wie gesagt, einige Winkelzüge, taktische, und das macht das Spiel halt so unheimlich spannend. Also unsere Empfehlung, Jaipur ist auf jeden Fall ein super, super Zwei-Personen-Spiel und ist für einen Spieleabend, gerade für die kurze Runde, sehr gut geeignet. Startspieler. Startspieler bestimmen. Ich werfe den Chip und je nachdem. Genau, das ist eine gute Idee. Du fängst an. Sehr gut. Ja, da gefällt mir das, die Kamele zu nehmen. Ja, das ist doch schon mal was, ne? Mhm. 1, 2, 3, 4. Okay. Ich denke. Achso, ich muss erstmal Kamele runterlegen. Ich habe Kamele auf der Hand. Dann würde ich sagen, nehme ich mal die grüne, die goldene und noch eine grüne. Mhm. So, ablegen möchte ich das hier und das hier und ein Kamel. Okay. So, und das nehme ich auf die Hand. Dann würde ich die. Ah, da ist er doch wieder. Eieiei. Kann ich dir mal gar nicht lassen. Ja. Gut. Ich glaube, ich nehme noch die. Hast du 7 Karten? Ich habe 7 Karten jetzt, ja. Das ist ein bisschen schade. Ich mache das meist so. Okay. Ich mache es so, 3 grüne, 1, 2, 3 und ein Dreier-Chip. Ja, Kamele brauche ich mal. Ich habe keine. Fünf. Wow. 1, 2, 3, 4, 5 und ein 5er-Chip. Das ist natürlich nicht schlecht. Ja, fast ausgereiert. Ich nehme die 2 silbernen und ja, und lege 2 Kamele. Brauchst du nicht hinlegen. Ja, alles klar. Er tät dich. Oha. Oha. Ja, dann nehme ich die 4 braune und lege 2 silberne und 2 rote hin. Tja, die sind jetzt so viel zu wertvoll, als dass man die hier lässt. Mhm. 1, 2, 3, 4. Ja, die nehme ich auch komplett. Da ist noch die braune dazu. Und die goldene. Ich hab's nur eins. Ich nehme die braune. Nur eine? Mhm. Also. Rot.
5 braune, 1, 2, 3, 4, 5 und ein 5er Chip. Mhm. Noch 3 rote, 1, 2, 3 und ein 3er Chip. Achso, manchmal will ich nachziehen, was ein Quatsch. Nee, nachziehen ist nicht. Hm, von mir. Diese Auslage ist ja für die Füßchen. Ja. Also. Ja, dann sind die Kamele. Alles nicht berauschend, muss ich sagen. Gucken wir mal, was passiert, wenn er so macht. Ja, dazu haben wir die zwei Rosenmänner. Zwei goldene. Man hat unklug. Nur zu steigen. Aha. Okay. Vielleicht doch nicht so klug. Dann nimmt er zwei goldene. Naja. Was soll ich denn da machen? Nicht so frech sein, wäre schön. Mhm. Ei, ei. Dann nehme ich die zwei Rote. Das ist gut, die nehme ich dann. Nur zwei da, aber ich dachte mir noch einen Dreier-Chip nehmen. Das kann ich immer noch jetzt mit Braun. Es sind nur noch 4 da, aber ein 5er-Chip dazu. Genau. Moment mal. 1, 2, 3, fertig. Oh, okay. Dann hätte ich doch die Golden noch einlösen müssen. Eieiei, falsch gemacht. Na sowas. Gut, dann drehen wir mal rum. Wobei, 1, 2, 3, 4, 5, ach du guter Gott, was auf jeden Fall Ergebnis, du. Ja, 59 habe ich nur. Oha. Ja, ganz schlecht gespielt. Also, können wir alles wieder zusammenräumen? Du hast das erste Spiel gewonnen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 82. Ja, das war deutlich. Das war deutlich schlecht gespielt. Mhm. So, grün.